Clara, du hast mir noch gar nichts von eurem Dänemark-Urlaub in den Osterferien erzählt. Oh, stimmt. Da waren wir ja mit Oma und Opa, weil Liana noch nicht so lange im Auto sitzen kann. Also, zuerst mussten wir alles einpacken. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Währenddessen hat Papa Oma ein paar Sachen zu unserem Auto erklärt. Und dann ging es auch schon los. Wie lange dauert die Fahrt eigentlich? Bis Blauvent sind es etwa 3,5 Stunden. Naja, das geht ja noch. Kommt, wir fahren los. Tschüss, Kinder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Oma und Opa. Tschüss, Mama. Bis dann. Warum halten wir an? Wir müssen mit der Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal fahren. Oh ja, können wir kurz aussteigen? Ja, die Fähre ist gerade am anderen Ufer. Eisbahn! Oh, und er hat sogar ein Baby dabei. Ich mache am besten mal ein Foto. Aber wo ist denn meine Kamera? Oh nein, ich habe sie zu Hause liegen lassen. Nicht so schlimm. Du kannst meine Kamera ausleihen. Danke, Opa. Malte, der Schwan ist schon weg. Oh, schade. So, wir müssen warten, bis alle rausgefahren sind. So, jetzt sind wir dran. Vorsicht, da kommt noch ein Fahrrad. Puh, das war knapp. Dürfen wir aussteigen? Ja, am besten gehen wir nach oben auf die Reling. Dann könnt ihr aufs Wasser schauen. Es geht hier entlang. Müssen wir nicht bezahlen? Nein. Fahrten über den Nord-Ostsee-Kanal sind kostenlos. Die Fahrräder können Sie hier unten abstellen. Alles klar. Das Schiff legt ab. Da sind Enten. Wie toll, der Schwan ist wieder da. Jetzt kann ich endlich ein Foto machen. So, jetzt müssen wir wieder einsteigen. Das andere Ufer ist bereits in Sicht. Na, dann fahren wir mal weiter. Ab nach Dänemark. Ein paar Stunden später. Juhu, endlich sind wir da. Hallo, hier ist Ihr Schlüssel. Ihr Ferienhaus steht dort vorne. Vielen Dank. Wow. Ja, das ist wirklich schön hier. Und wir können sogar aufs Wasser schauen. Nicht nur das. Von unserer Terrasse aus können wir direkt an den Strand. Oha, ich wollte schon immer mal in so einem Ferienhaus Urlaub machen. Und wo schlafen wir? Oben. Kommt mit. Die Betten sind richtig gemütlich. Ich mag die Aussicht. Was machen wir jetzt? Auf der Internetseite von der Ferienanlage steht, dass man sich hier Fahrräder ausleihen kann. Wie wäre es, wenn wir mit denen ein bisschen in der Gegend fahren? Oh ja, hier ist es bestimmt schön. Aber dann will ich an den Strand. Ja klar. Meine alten Knochen können sowieso nicht so lange strampeln. Hallo, wir würden gerne 5 Fahrräder und einen Anhänger ausleihen. Alles klar, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich will das Rote. Und ich das Orangene. Hier sind noch Helme. Können wir kurz am Wasser anhalten? Ja, ich brauche sowieso eine Pause. An welchem Gewässer sind wir eigentlich? An der Nordsee. Ich mache noch schnell ein Foto
und dann können wir weiterfahren. Schaut mal, hier ist eine kleine Einkaufsstraße. Wollt ihr ein Eis essen? Oh ja! Hello, 6 Ice Creams, please. Na, dann sag mir mal, welche Sorten ihr wollt. Oma, was ist das eigentlich für ein Laden? Ein Kramladen. Davon gibt es hier in Dänemark Dutzende. Also so ein Laden, in dem es fast alles gibt? Ganz genau. Toll! Können wir da nach dem Essen reingehen? Ja, natürlich. Ich liebe solche Läden. Wusstet ihr übrigens, dass es hier viel mehr Ferienhäuser als Einwohner gibt? Oha, echt? Ja. Es sind, soweit ich weiß, etwa 200 Einwohner und rund 2000 Ferienhäuser. Wow, das ist ja ein Unterschied. Kommt, wir gehen in den Laden. Hier ist es ja eng und es gibt so viele Sachen. Ihr dürft euch alle etwas aussuchen. Juhu, dann nehme ich dieses Schiff. Und ich die Gießkanne. Ja, das könnt ihr gleich gut am Strand gebrauchen. Einige Zeit später. Ich baue eine Sandburg. Und ich spiele mit meinem Schiff. Hier ist ein echt toller Platz zum Lesen. Cool, eine Hängematte. Ich chille jetzt. Ah! Oh je, hast du dir wehgetan? Nee, schon okay. Das macht voll Spaß. Meine Sandburg ist fertig. Super. Am Abend machen wir übrigens noch ein Lagerfeuer. Das ist echt schön hier. Ja, und die Marshmallows schmecken richtig gut. Ich mache gleich mal ein Foto von diesem schönen Moment. Aber wo ist denn meine Kamera? Oh nein, sag jetzt nicht. Ich hab sie vergessen. Jetzt haben wir keine Kamera mehr. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.